Jungs, Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Und ja, in diesem Part machen wir weiter mit der Story. Also, sei gespannt. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann lasst ihr sie verschwinden? Dieses Petzo di Merda mag mich hassen, aber er ist Familie. Va bene, wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Dem Geld folgen. Dem Senator folgen, der seine Rückzahlung zum Bankier bringt. Während der Verfolgung des Senators nicht entdeckt werden und nicht den Boden berühren. Das heißt, man bleibt ganz auf den Dächern bleiben. Es heißt ja während, aber ganz ehrlich, wieso nicht jetzt gleich schon? Whee! Und da 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 da. Ja, mir fällt gerade was ein, weil diesen Part kommt der zweite Part von. Ist schon der zweite Part von Link's Crossbow Training online. Ja, mein neuestes Projekt. Oh, ich verlaufe mich hier mal voll wieder, oder? Gut, nicht runtergefallen, das ist gut. Vielleicht sogar schon zu gut. Der Hauptmann sagte, ihr da. Nicht, dass ich schneller ziele, ich schieße auch schneller. Denn, because my name is Ezio. Egidio, seid ihr nun doch bereit, wie ein Ehrenmann zu sterben? Ich habe das Geld. Oh, das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit, Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohlauf. Und? Was werdet ihr mit meinem Geld machen? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Wie großzügig er ist. Was sagtet ihr? Nichts. Ich sag's nochmal, die Armbrust macht so ungefähr alle Missionen leichter. Klug darüber zu gehen. Ja. Moment, da muss ich mit Anlauf. Entschuldigung, für geplatzte Trommelfälle. Wenn keins bei euch geplatzt ist, dann. Trotzdem, sorry. Don't touch the Boden. Wie du mir wolltest, so ich dir tue. Das klingt tiefgründig. Ich könnte jetzt während mal ein bisschen komplett off-context machen. Ihr kennt auch sicher das Spiel LOL. Also League of Legends. Ich habe ein Fable für Charaktere, die meistens einfach übertrieben tiefgründig sind. Und da habe ich meinen Charakter gefunden. Und zwar, jetzt habe ich den Namen vergessen.
Der Voodoo-Styler. Weil der bringt Sprüche, ey. Da denke ich mir hin und wieder wirklich so. Wieso? Beispiel. Ein wahrer Meister ist immer ein Schüler. Ich war nur kurz beim Bäcker. Wie ist euch jetzt mein Pferd abgeschleppt worden? Hätte derjenige, der das Kind von der Madonna mit Kind-Statue in der Mauer oberhalb des Käsehändlers gestohlen hat, die Güte es wieder... Nun ja, auf jeden Fall, ich mag diesen Charakter, auch wenn ich erst zu circa vor wann angefangen habe? Vor einer Woche? Noch eine Mission. Auf jeden Fall. Warten, was die denn machen wollen. Ah, ficken. Aha. Egidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Der hat das Adlerschwert von Alter hier! Wieso auch immer so eine Nullnummer dieses Schwert hat? Ich habe bezahlt. Er zählt das Geld noch. Bis es gezählt ist, bleibt ihr hier. Was zum Teufel war das? Ach ja, kennt ihr das Gebäude noch? Das mussten wir ja mal, nun ja, erklimmen für einen Aussichtspunkt, ne? Ratet, was wir jetzt machen müssen. Es erklimmt für eine Mission, heißt das erklimmen für den Aussichtspunkt, hätten wir uns sparen können. Gut, dass ich langsam weiß, wie man da ohne Probleme hochkommt. Aber ich finde es irgendwie schön, wie hier oben Gras wächst. So, da kommen wir nicht hin. Also müssen wir noch ein bisschen darüber gehen. Und da kommen wir hoch. Und wenn ich will, kann ich sowieso jetzt einen Klettersprung machen, wenn ich will. Also. Kletterhandschuh. So vorteilhaft. Nach dem zweiten Hidden ist das Wichtigste für euch zum Holen. So, und jetzt Luftattentat von hier oben. Und... YOLO! Dass ich schief bin, aber trotzdem. Haha, wo ich liege! Sieht so aus, als ob ich voll besoffen bin und so in der Kirche gehen wollte. Aber nicht, als ob ich jetzt gerade gestorben bin. Ich habe bezahlt. Erzählt das Geld noch. Bis es gezählt ist, bleibt ihr hier.
Ja, denn so soll man es eigentlich machen. Warum dauert das so lange? Und ja, das kann so ein bisschen dauern, aber... Und jetzt den Senator kalt machen. Wieso hält er sich nicht wieder fest? Das ist, wenn man ungeduldig ist, dann entsteht sowas. Wieder zwei Game Over Death Screens in einer Folge. Das ist ein schlechter Rekord. Erzählt das Geld. Bis es gezählt ist, bleibt ihr hier. Warum dauert das so lange? 3 Stunden später. Weitere Stunden später. So viel später, dass du den letzten Ansage auch vergisst es. Ja, diese Jokes sind alle aus SpongeBob, aber die kann man echt gut anwenden, einfach für alles. Ich könnte jetzt ein Pferd rufen. Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. Oh, ich hasse diese Mission. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tötet ihn. Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Hey, wir sind Luigi. Wo ist Mario? Geht voraus, Capo. Ja, zu Gassenrom. Als Träger der Truhe verkleidet, die Wachen zum Bankier führen, ohne entdeckt zu werden. Die Reaktion der Wachen würden ihnen helfen, den richtigen Weg zu finden. Das Ziel in weniger als 3 Minuten erreichen. Problem an der ganzen Sache. Wir müssen vorausgehen. Wir wissen aber nicht, wohin. Aber ich weiß, dass der Part zu Ende ist. Er ist wieder mal ein bisschen kürzer. Das liegt daran, dass ich jetzt nicht einen neuen Part anfangen will. Jetzt nicht den Part weiterführen will, wenn wir mitten in einer Mission dann sind. Deswegen bin ich jetzt und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin und tschö, tschö, Leute.